Wann soll man den Chanukka-Kerzen anzünden? Eigentlich gibt in dem zwei Meinungen und zwei Traditionen, zwei Minhagim. Eine Meinung sagt, dass der Zeitpunkt anzünden dem Chanukka-Kerzen ist im Sonnenuntergang, im Shkiat HaChamah. Und eine andere Meinung ist, dass soll man anzünden dem Kerzen ein bisschen später im Zeit HaKochavim. Auch wenn jemand zündet an dem Kerzen in Shkiat HaChamah, besser soll legen genug Öl oder lange Kerzen, das brennen mindestens halbe Stunde nach Zeit HaKochavim. Wenn jemand kann nicht anzünden dem Kerzen in dieser Zeit, er kann auch früher anzünden, ein Viertel halachische Stunden vor Sonnenuntergang, diese Zeit wird genannt Plag Hamincha, kann man schon Kerzen anzünden mit Bracha, aber soll er achten zu legen genug Öl oder lange Kerzen, was brennen eine halbe Stunde nach Zeit HaKochavim, nach Nachtbruch. Wenn jemand hat nicht angezündete Kerzen am Zeit, er kommt später zu Hause oder hat er vergessen, kann er eigentlich dem ganzen Nacht, muss er dem ganzen Nacht Kerzen anzünden. Wenn dem Familie sind noch wach, kann er sicher dem Bracha sagen, dem ganzen Nacht. Wenn dem Familie schläft und er kann sie nicht aufwecken, bis Mitternacht, manche Poskim sagen, dass er kann noch Bracha sagen, nach Mitternacht, manche Poskim sagen, dass er kann nicht, und andere sagen das auch, nach Mitternacht bis dem Tag kann er noch Bracha sagen. Wenn jemand hat den ganzen Nacht vergessen, trotzdem am dem nächsten Nacht zünden, soll er anzünden, noch nicht vergessen, und mit Brachot und dem Zahl von dem Kerzen, was er zündet, an diesem Zahl von dem Tagen, obwohl er hat einen Tag vergessen.